So, hallo zusammen. Heute packen wir die Razer Ripsa Game Capture Card aus. Einmal kurz Tellkarton von vorne. Hier haben wir die Abbildung der Game Capture Card. Hinten wird uns in drei hübschen Bildchen erklärt, was die Karte kann. Und hier haben wir nochmals Text stehen, was sie kann. In dem Fall relativ simpel, 1080p bis zu 60 FPS sind möglich, das Ganze über USB 3.0. Ansonsten haben wir noch Razer, Razer, Razer. So, schauen wir doch mal rein. Okay, haben wir zum einen einmal kurz das typische Dankeschreiben. Nehmen wir mal zur Seite. Dann die Karte selber. Ein Schaumstoffteil mit Pappe. Die Bedienungsanleitung, wo zum Grunde erklärt wird, für was welches Kabel ist. Und Kabel. Zum einen ein HDMI-Kabel, das USB 3.0 Anschlusskabel, ein AV-Kabel, in dem Fall zum Beispiel für die PlayStation. Dann haben wir ein 3,5 mm Audiokabel und nochmal ein AV-Kabel, in dem Fall Komponent. Ja, das gerade einmal kurz wieder andersrum zusammen. Schauen wir uns die Karte selber an. So, das ist das gute Stück. Packen wir sie einmal aus. Na. So, das ist einmal die Karte von oben, die Karte von vorne, Seite und natürlich das Wichtigste befindet sich hinten. In diesem Fall haben wir einmal den USB 3.0 Port, wir haben den AV-In, HDMI-In und HDMI-Out. Ein bisschen tiefer, so. Unten ist das Ganze nochmal mit Gummi überzogen, das heißt die Karte rutscht auf dem Tisch auch nicht. Ja, vorne haben wir in dem Fall noch einen Auxiliary Input und einen Mikrofonanschluss. Das heißt, wir können natürlich einmal unser Audio vom Mikrofon aufnehmen und zusätzlich zum Beispiel eine Audioquelle noch mit einspielen. Die Razer-Karte selbst ist natürlich mit OBS sowie auch mit XSplit benutzbar. Wie man die einrichtet und generell, was für ein Bild sie macht, seht ihr im nächsten Video. Das war's mit dem Unboxing. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!